Herzlich willkommen im Kult in Hof bei Salzburg, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind im Kultur- und Veranstaltungszentrum. Kult ist ja nicht nur unser wunderschöner Veranstaltungssaal, sondern auch das Musikum im Haus. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Daniel Meierhofer, ich bin Geschäftsführer vom Haus und seit Beginn des Jahres dafür zuständig, mit meiner Kollegin zusammen, Nicole Kermetz, das Kulturprogramm hier zu gestalten. Und unter anderem haben wir heute diese fantastische Veranstaltung heute hier reingesetzt. Ich freue mich sehr. Ich darf noch mal kurz vorstellen, was hier eigentlich passiert. Also das Kult steht jetzt seit 3,5 Jahren hier. Wir sind verstärkt dabei, dass wir das Kulturprogramm hier eben instande setzen, also starten. Und uns ist sehr wichtig im Haus, die Jugend zu fördern. Dadurch, dass das Musikum im Haus ist, haben wir auch sehr viele Schüler hier, Musikschüler. Und dann entstehen eben solche Projekte, auf die wir sehr stolz sind. Für diesen Abend, ich bin immer am Abendprogramm. Ich fange anders an vielleicht. Im Leben lernt man ja sehr viele Leute kennen, sehr viele Menschen trifft man. Man trifft aber nicht sehr viele, die so engagiert und so inspirierend auf einen wirken, wie folgende zwei Herren. Nämlich den Herrn Wolfgang Danzmeier, den Sie dann gleich am Dirigat sehen, und den Herrn Wagenhofer, Musikumdirektor. Die Geschichte dazu, wie diese Veranstaltung heute entstanden ist, ist folgende. Ich habe beide kennengelernt, den Lenz schon länger, den Wolfgang erst vor kurzem, habe die beiden dann eingeladen zu mir ins Büro oben, haben uns zusammengesetzt. Ich wollte kurz eine Einführung machen, die beiden einander vorstellen. Ich bin nicht mal dazugekommen. Die beiden haben sich sofort auf Anhieb verstanden und haben in den ersten 10 Minuten, glaube ich, sofort darüber gesprochen, was man denn nicht alles machen kann. Also was kann man sich Besseres wünschen, oder? Dass man zwei Herren zusammenbringt und dann so eine Vision, so eine Idee dabei entsteht. Jetzt darf ich aber Herrn Musikumdirektor Lorenz Wagenhofer das Wort übergeben. Vielen Dank fürs Kommen. Ich darf noch kurz hinweisen darauf, wenn Sie einen Hunger mitgebracht haben, ja, es ist 11, langsam wird es zum Mittagessen, die alte Tanne, wenn Sie weiterfahren, Bundesstraße, Richtung Fuschel, auf der linken Seite gibt es ein hervorragendes Mittagsmenü. Guten Appetit, gute Unterhaltung bei diesem Konzert. Lenz, bitte. Danke, Daniel. Ja, herzlich willkommen zum Debüt. Debüt heißt so viel wie Anfang. Das erste Mal haben wir heute ein Konzert, können wir ein Konzert präsentieren mit Streichorchester. Streichorchester ist eine ganz besondere Form des Musizierens, ist schon sehr alt, aber am Land heraus leider noch nicht so verbreitet. Und es ist mir ein großes Anliegen, diese Formation auch hier zum Erklingen zu bringen. Der Anlass war, wir haben im Musikum Hof im vergangenen Jahr 6 Absolventen gehabt und diese 6 Absolventen, das sind alle miteinander ausgezeichnete junge Musikanten. Und von dir habe ich durchgefragt, wer wäre bereit, mit einem großen Orchester, das nicht eine Blasmusik ist, sondern ein Streichorchester und vielleicht in der Originalbesetzung musiziert, ein Konzert zu geben. Das sind die drei Herren, die mir heute Herren sofort aufgesprungen haben und gesagt, da bin ich dabei, bin ich gern dabei und da mache ich mit. Und wie ich dann in Wolfgang getroffen habe, da ist das dann ziemlich schnell gegangen und wir haben da die Pläne geschmiedet für den heutigen Tag. Der Wolfgang hat dann die Idee gehabt, das nennen wir Debüt. Debüt. Der Anfang. Ich hoffe nicht, dass das das letzte Mal ist. Ich bin da überzeugt, dass das weitergeführt werden wird und unsere nächsten Absolventen auch in so einer schönen Form musizieren dürfen. Ich darf recht herzlich begrüßen in unserer Runde unseren Landesmusikschuldirektor Magister Michael Seiwald. Herzlich willkommen. Und für die Gemeinde Hof der Amtsleiter Franz Seiser. Herzlich willkommen auch. Ja, ich darf Ihnen eine angenehme Stunde wünschen, ein gutes Zuhören, den jungen Solisten ein gutes Gelingen. Ja,
und bitte um einen Auftritt unseres Dirigenten Wolfgang Danzweier.